Alter, was geht ab, Leute? Hong hier von Chongs Turnier, CCG CTS. Top 8 war das, oder? Ja. Wir haben hier Furkan, ein langjähriger Fan. Endlich kriegt er sein Deckprofil. Er hat es sich wirklich verdient. Leg mal los. Ich spiele BA. Ich spiele die Standardkarten, 30k. 3 Farbcup. 1 Graf, 1 Kalkup, 1 Rubik, 1 Libik, 1 Seer, 1 Alich, 1 Barber. Das waren die BAs. Eine Tourguide, die zweite Tourguide Herrscher 2. Ich finde sie persönlich besser, weil sie keine Normsammlung verbraucht. Dann kannst du mit denen noch abgehen. Mit der Engine 2, 3 und 1. Praktisch, theoretisch ist der besser, aber praktisch verbraucht er zu viel. Dann nimmt ihr die und die. Und die suchen halt gleich, muss nicht in Grave legen. Das ist die andere Engine, 2 Max 10. Für BA Mirror Match und Blue Eyes. Das sind Spells. Ich hab glaube ich 7 Spells. Ein Foolish, 3 Twin Twister, beste Spell. 3 Allure, eine Reinforcement. Ich spiele Solemn Brigades, 3 Solemns und 3 Fogplay. Side-Deck oder extra? Wie du willst. Mach mal Side-Deck. Side-Deck habe ich irgendwie zusammengebaut. Ein Raigeki. 2 Flying Sea. Die Scheiße, ich habe sie gebordet gegen dieses scheiß Pendulum, aber ich habe sie nicht gezogen. Den spiele ich, weil ich dann mit Beatrice reinrennen kann und ich habe den 2-7er Kaiju nicht gefunden in meiner Box. Die hier, weil es der beste Kaiju ist. Der Anti-Spell, 3 Typhoon und eine Emptiness. Extra Deck. Jo. Kamara Top mit Goku. Ein Pilgrim. Wegen Beatrice. Ein Virgil, ich weiß nicht, aber ich hatte Platz und hab mir gedacht, ich spiele den jetzt. Und dann kann ich noch mit Beatrice, glaube ich, holen. Geht das? Ja, geht. Ja, das geht. Eine Beatrice. Eine Beatrice, ein Corbidge. Komme ich gleich dazu. Ein Rebellion, ein Nightmare Shark. 2 Breaksword. Ein Super Quantal, mich Grumpulse. Nummer 20 Giga Brilliant. Falls ich Mirror Match spiele, ja, ja. Der Gegner dumm ist und die Beatrice in Death League und den Effekt schon aktiviert hat, gehe ich auf den, hänge 2 Materialien ab, hänge ihn an und dann mache ich den Effekt und bounce. Einmal Livia. Mir hat der zweite manchmal gefehlt, da ich tornadot wurde, Magic Spectre Tornado, deswegen hat der zweite mal gefehlt. 3 Dante und eine Fünf. Danke für das Deck. Dein Fazit zu BR, also hat man den Hit von der Bandliste bemerkt? Klar. Ich fand Beatrice Hit war viel härter als Dantes Hit. Okay. Wäre Dante auf 1 gewesen, hätte sie mit Ziel immer recyceln können und immer wieder noch eine Beatrice. So hat es den Cosmo echt schwer. Alles klar, danke, Glückwunsch für Top 8 und leider nicht. Alter, was geht ab, Leute? Team Wobbelt hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie immer liken, subscriben, kommentieren und checkt unsere Facebook-Seite ab. Da werden jetzt mehr Projekte kommen und natürlich checkt unsere Sponsoren ab. Kommt vorbei, schaut beim Fontaine in München vorbei. Wir haben immer viel Spaß. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.